Ja, servus liebe Kinder, Dora, schön, dass ihr wieder heute bei mir reinschaut. Was machen, wenn ein Kind langweilig ist? Dann backt mit ihnen etwas, und zwar heute schlesische Hefeplätzchen hier in dieser typischen Pirogenform. Was an diesen Plätzchen so besonders ist, sie schmecken erstens hervorragend und zweitens sind sie mit wenig Zutaten sehr einfach zu machen. Und der dritte große Vorteil ist, der Teig, der klebt nicht, wenn ihr ihn groß ausrollen wollt. Also, wie das Ganze jetzt funktioniert, diese wirklich sehr, sehr traditionellen und feinen schlesischen Hefeplätzchen, das zeigen wir euch jetzt in der Küche. Komm. So, die Hefe tun wir jetzt gut zerbröseln, das können die Kinder gerne, das machen sie ja gern. Das ist eine Bakterie, die Hefe, und die brauchen wir jetzt, dass unser Hefeteig für die schlesischen Plätzchen gut aufgeht. Wir geben jetzt 3 Esslöffel lauwarme Milch zu unserer Hefe dazu, und da löst sie sich jetzt hoffentlich gut auf und arbeitet fleißig. Wir verrühren jetzt die Hefe mit der lauwarmen Milch, damit sich die Bakterien noch schön vermehren können. Wir rühren jetzt die Butter glatt. So, wir stellen jetzt einen Teig her und dann in das Handrührgerät her, als mit Knethaken im Speziellen. Das seht ihr, der Aufsatz hier, der heißt Knethaken. Und da vermischen wir jetzt das Ganze zu einem Teig. So, der Teig ist jetzt fertig. Den decken wir jetzt mit einem feuchten Tuch ab und stellen ihn mal zum Gehen dann an einen warmen Ort. Die Hefe ist schließlich ein Bakterium, die mag es feucht und warm, die hat jetzt alles, was braucht, und dann soll sie richtig gut gehen, aufgehen, und dann wird auch der Teig hoffentlich schön groß. So, der Hefeteig ist jetzt aufgegangen und wir rollen ihn jetzt. So, den Teig ausrollen. Wir machen jetzt für Schlesien so typische Piroggenform, das heißt, wir nehmen ein Glas und stechen hier die verschiedenen Kreise ab. Wir tragen jetzt ganz dünn Marmelade. Wichtig ist wirklich dünn. Tragen wir die jetzt auf diese Kreise, auf diese Teigplättchen, auf die Runden auf. Wichtig, dünn. Nicht füllen. Gut. So, wir verzieren jetzt hier das Ganze mit dem Messer, drücken es sanft ein und haben jetzt diese typische schlesische Pirogenform. Und zuvor klappen wir das Ganze vorsichtig um, die Teigtasche. Und drücken Sie jetzt vorsichtig, ihr seht, ich habe 3 Hände, drücken das Ganze vorsichtig an. Bevor wir es wieder mit dem Messer verzieren. Cool. Sehr schön, oder? Die fertigen Pirogen legt ihr auf ein Backblech, das ihr mit Backpapier ausgelegt habt. Haltet ein bisschen Abstand, weil die Plätzchen werden dann beim Backvorgang etwas größer werden. So, jetzt machen wir auch ein typisches schlesisches Plätzlmotiv, nämlich die Windmühle. Dazu schneiden wir das Ganze in einem Quadrat aus und klappen es dann ein. So, wir machen jetzt in die Mitte von dem Quadrat einen kleinen Klecks Marmelade hinein. So, und jetzt schneiden wir jede Ecke diagonal ein. Ihr seht es selber. So, das sieht jetzt aus wie so ein Tatzenkreuz. Und dann klappen wir die einzelnen Flügel hinein. Im Endeffekt wie ein Windrad soll es dann aussehen.
Warte. So, fertig ist jetzt unsere schlesische Windmühle. Und es sieht auch wunderbar und einfach, lässt sich dieses Plätzchen hier. So, ab mit den schlesischen Plätzchen in den Ofen bei 160 Grad. Lassen wir es jetzt hier mal schön backen, die Herrschaften. Ja, am besten die schlesischen Hefeplätzchen mit Tee oder Kakao genießen. Könnt ihr auch mitnehmen auf Wanderungen, die halten einiges aus. Ihr könnt es auch variieren, mit welcher Marmelade ihr das befüllt. Also da habt ihr sehr, sehr viele Optionen, wenn ihr diese schlesischen Hefeplätzchen ausprobiert. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Backen. Viel Spaß, macht es gut, fertig, servus. Ja, servus liebe Kinder, Dora, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Ihr kennt das Problem, man muss zu einer Party, man ist zu einem Geburtstag eingeladen oder zu einem Schulfest, Kindergartenfest, egal was. Ja, bring's bitte was mit. Ja, was? Den 100.000. Nudelsalat muss man nicht auch nur in der Tupperware dann hinstellen. Dann ist es sehr, sehr peinlich, wenn man dieselbe Backmischung verwendet wie 5 andere auch schon und die sehen sich dann doch sehr ähnlich, diese Backmischungskuchen, kommt alles nicht so gut. Und wenn man selber nicht der größte Bäcker oder die größte Bäckerin ist, Problem. Ja? Also wir brauchen irgendein Rezept mit möglichst wenig, das gut rüberkommt und man schnell macht es und am besten auch nur die Kinder mitmachen können. Ja, da kommt Hilfe aus der Türkei. Kadayıf. Türkisch Engelhaar, muss essen, Bruder, ist richtig gut. Wallah, ich sag dir. Hm? Also, Kadayıf. Ihr braucht dazu ganz, ganz wenig Zutaten. Ihr müsst nicht backen können, ich kann es auch nicht. Ja, 2 linke Backhände habe ich. Mich, wenn der Backofen sieht, schreit er schon Hilfe und läuft davon. Wirklich simpel zu machen. Das könnt ihr doch schön mit Pistazienkernchen garnieren. Das sieht richtig cool aus, Mann. Hä? Als Problem oder was? Hä? Also, wirst du unbedingt ausprobieren, kommt garantiert gut, wenn ihr es schön herschneidet und dann hinstellt. Da wird das Kind bei manchen ziemlich lang, was ihr für tolle Bäcker seid, wenn ihr so was Leckeres wie dieses türkische Dessert hinstellt. Und das Rezept dazu, das ist kinderleicht und das schaffen selbst Leute, die schon mit der Backmischung überfordert sind und denen das Teewasser anbrennt. Also, gehen wir in die Küche, jüdel, jüdel und probieren es mal auf. Also, ja, heute verbrechen wir Kadayıf. Das ist eine türkische Spezialität, habt ihr sicher schon mal gesehen. Engelshaar auch genannt Schürdeang auf Französisch, weil wir schon bei Französisch sind. Ihr braucht es zu den Engelhaaren, da, die könnt ihr überall kaufen. Braucht ihr noch 200 Gramm Margarine und jetzt sind wir bei Frankreich. J.A. Jacques Alphand de Provence, eine kleine feine Manufaktur. Außerdem braucht ihr noch Zucker und Wasser. 1, 2, 3, 4. Mehr Zutaten braucht ihr dafür nicht. Also einfacher geht's nicht. Und Pistazien, wer möchte, um das Ganze aufzupeppen, man sieht es ja auch auf dem Bild, wie das dann ausschauen könnte. Aber jeder, wie das mag, Pistazien sind ja nicht gerade so günstig. Deswegen bitte selber entscheiden. Also Margarine,
Vor allem wichtig eben diese Teigfäden, da gibt es ja sicher bei euch türkische Läden, wo ihr die kaufen könnt oder die Feinkostabteilung im Supermarkt und schon habt ihr die Engelhaare. So, wir brauchen eine Backform und legen Backpapier hinein. So weit, so gut, das kriegt noch. So, die Engelhaare, die Kadjü, die breiten jetzt hier in der Backform aus. Harika, wie man auf Türkisch sagt. Die flüssige Margarine gießen wir jetzt gleichmäßig verteilt auf die Teigfäden. So, und jetzt kommt das, was den Kindern am meisten Spaß macht. Wir müssen jetzt wirklich intensivst das Ganze durchkneten, damit die flüssige Margarine möglichst gleichmäßig alle Haare sozusagen, alle Teighaare oder Haarteig, wie man es nennt, hier auch erfasst hat. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also nicht da schnell machen, sondern nehmt euch Zeit, um das Ganze auch wirklich in Ruhe und gründlich durchzukneten. Und wie schon erwähnt, die Kinder lieben das auch, wenn sie mitkneten dürfen. Und das ist aber eigentlich die wichtigste Arbeit jetzt an dem ganzen Rezept, dass das ordentlich durchgeknetet und damit verteilt wird. Und immer wieder kneten, mal schauen, ob irgendwo noch Stellen sind, die noch nicht von der Margarine. Und kneten, kneten und nochmals. So, das Ganze kommt jetzt in den Ofen für 20 Minuten. Wir geben dem Ganzen 200 Grad. Und lassen es 20 Minuten im Ofen backen. Wir füllen jetzt ein Glas Wasser in den Topf. So, und hier kommt noch ein zweites Glas. Nochmal? Ja. Und jetzt kommt gleich noch ein drittes Glas. Das ist unglaublich spannend, sowas. So, oder? Jetzt füllen wir wieder ein Glas Zucker rein oder eine Tasse. Wichtig ist, die Gefäße sollten gleich groß sein. Und zum Schluss ein paar Tropfen Limonen- oder Zitronensaft. Was jetzt sehr wichtig ist, dass wir während dieses Sirup, dieses Zuckerwasser mit ein paar Spritzer Zitrone aufkocht, müssen wir es immer wieder gründlich umrühren. Wichtig ist, dass sich am Boden nichts absetzt. Es gibt sonst eine braune Schicht vom verbrannten Zucker und das hat dann einfach, das Wasser nimmt dann diesen verbrannten Geschmack an und dann könnt ihr eigentlich das ganze leckere Gebäck aus der Türkei oder dem Orient völlig vergessen. Deswegen ist jetzt hier wichtig, wirklich sauber immer am Boden entlang kratzen, wenn ihr hier dieses Wasser-Zucker-Zitronensaft-Gemisch oder Limettengemisch umrührt, weil sonst ist die ganze Arbeit umsonst gewesen. Also immer wieder rühren, rühren, rühren und diesen Sirup dann sanft aufkochen lassen. Also nicht gleich auf 9 gehen, sondern entlang der Stufe 5 oder 6 hier am Herd. Und gründlich rühren, das ist sehr wichtig. Schau mal, diese Teigfäden. So, und jetzt gießen wir hier gleichmäßig das ganze Gebäck mit dem Sirup auf. Ja, und alles, was wir jetzt nur tun brauchen, ist warten, wobei das für die Kinder oft das Schwierigste ist, einfach eine Stunde den Sirup einwirken lassen. Und dann können wir es schon herschneiden und ihr habt eine wunderbare, tolle, leckere türkische Spezialität gemacht und das jetzt selber so wenig Komponenten. Das ist schon Wahnsinn, oder? Ja, meine Lieben, ich will wirklich nicht zu viel versprechen, aber mit diesem super leckeren
das her aus dem Balkan oder dem Vorderen Orient, seid ihr überall der Star. Da seid ihr Fenerbahce, Istanbul, Galatasaray, egal was. Mit dem Ding kommt es super raus, das schneidet man jetzt so klein her, ein bisschen Pistazien drauf krümeln und fertig ist die Laube, wie der Berliner sagt. Und ihr seid die absoluten Kings ohne Backmischung. Ja? Also, traut euch ran, macht es, das türkische Engelhaar, Kötüjüf, ja? Ist wirklich hervorragend, schmeckt super lecker. Eine Kalorienbombe, kein Problem, gebe ich zu, aber ihr müsst es ja nicht essen. Auf jeden Fall besser, als wenn ihr den 11. Nudelsalat anschleift. Deswegen Kaderjüff und ihr seid auf jeder Party, wo man was mitbringen darf, der absolute King oder Queen, Königin, ja, passt. Also meine Lieben, weitere tolle Ideen findet ihr auf kinderoutdoor.de, dürft mich gerne liken, schaut's mir rein, Pfitting, Servus.